Eigentlich sollte dieses Video schon Ende 2017 kommen, doch ich wollte mir eine kleine Auszeit nehmen. Doch dies wird kein Rückblick von 2017 oder ähnliches, stattdessen will ich noch weiter zurück, und zwar bis zur Gründung bzw. Entstehung von Schattenspieler. Jeder denkt zwar, die Geschichte beginnt im Jahre 2016, doch das ist falsch. Sie beginnt im Jahre 2012, um genau zu sein, am 8.6.2012. Ich gründete mit meinen Freunden einen Kanal, denn wir hatten alle Lust, Videos zu produzieren. Wir probierten uns viel aus und hatten eine Menge Spaß. Wir waren glücklich, eine kleine Community gefunden zu haben und drehten immer, wann wir Lust hatten. Doch dann begann leider die Studienzeit. Jeder zog in eine andere Stadt und so war es nicht mehr möglich, diesen Kanal zu dritt zu führen. Ich wollte weitermachen, doch alleine wollte ich den Kanal auch nicht weiterführen, denn es war ein Gemeinschaftsprojekt. Außerdem war Farina Zentrum des Kanals, weil sie die einzige war, die die Videos bearbeiten konnte. Ich fand es sehr schade, da ich Feuer und Flamme war und gerne weitergemacht hätte. Der nächste Schritt ist 2016, im März. Ich lernte Kartjournalist auf dem Grand Open in Köln kennen. Wir redeten viel über Medien, über Filmschnitt, über Unis. Interessanterweise ging es dabei niemals um YouTube. In ihm fand ich einen sehr tollen Freund, mit dem ich später viel zusammen lachen und reden konnte, beziehungsweise es immer noch kann. Nach dem Köln-Event dachte ich mir schon, ich beschäftige mich immer mehr mit Medien und interessiere mich so sehr dafür. Warum mache ich keinen eigenen Kanal? Die Frage blieb nur, was für einen? Ich weiß nicht warum, aber ein Kanal mit Yu-Gi-Oh! Content kam mir nicht als Idee. Dann kam der 15. bis 17. Juli, Berlin. Ich fahre zusammen mit Kartjournalist zur EM. Das Event war echt gut und durch Michael wurde ich automatisch in das YouTube-Dasein hineingeworfen. Es kribbelte mir in den Fingern und ich wollte unbedingt wieder drehen. Nach dem Event sprach ich mit Kartjournalist und Farina, ob ich es nicht mit einem eigenen Kanal versuchen sollte. Beide sprachen mir zu. Doch erstmal musste ein Name her und allein damit verbrachte ich über einen Monat. Doch dann stand er fest. Schattenspieler. Ich erstellte sofort den Kanal. So entstand auf YouTube am 5.8.2016 der Kanal Schattenspieler. Doch ich sehe es nicht als Gründungstag, denn bis zum ersten Video dauerte es noch. Ich wusste nicht, was für Videos ich machen wollte. Für mich war von Anfang an nur zwei Sachen klar. Erstens, ich will mich ausprobieren und herumexperimentieren. Dabei ist es mir wichtig, dass ich nur das mache, worauf ich Lust habe. Zweitens, Content zu produzieren, der mir in der Szene fehlt, beziehungsweise den ich mir selber angucken würde. Dann am 21.10.2016 um 19.41 Uhr. Mein erstes Video kommt online. 10 Arten von Yu-Gi-Oh! Spielerinnen. Ein solider Start, doch man merkte, dass ich ein Video machen wollte, was sicher ankommt. Darauf produzierte ich jede Woche ein Video. Denn zu Beginn ist Konstanz das Wichtigste. Mir war vom ersten Video klar, dass ich bei Rainy Brain ein Gastvideo einreichen wollte. Warum? Ich gebe zu, ich finde, die meisten Gastvideos sind nicht sehr gelungen und dachte mir, ein auffälliges Video würde gut ankommen. Doch bei den Gastvideos dürfte es sich nicht um irgendein solides Video handeln, sondern eins, wo ich mir sicher bin, dass es mich repräsentiert. Ohnehin musste ich erstmal ein paar Videos auf meinem Kanal haben, denn nur ein Gastvideo auf meinem Kanal zu haben, gibt neuen Abonnenten keinen Grund, mich zu abonnieren. Ich machte weiter auf sicher und brachte ein weiteres solides Video raus. Ich traute mich nicht, meine eigenen Regeln nachzugehen, nämlich sich auszuprobieren. Ich überlegte viel und so kam ich zu einem Entschluss. Ich überbrückte die Zeit mit ein paar einfachen Videos. Doch dann wollte ich was machen, was ich will und was mich ausmachen sollte. Ich erfand das Warum-Format. Warum ABC das beste Deck entstand. Das Feedback war überragend. Ich wusste, das ist es. Ich erreichte die 100 Abonnenten, was für mich eine Überraschung war, da es so schnell ging, nach nur einem Monat. Mir war klar, ein Warum-Video muss das Gastvideo werden. Ich machte ein weiteres und reichte es ein. Es schlug ein wie eine Bombe und ich machte an nur einem Tag 120 Abonnenten. Zusätzlich entdeckten mich durch das Video die ersten YouTuber. Dann stand YCS Bochum an. Ich hatte zwei Ziele, zum einen ein schönes Wochenende zu haben und zum anderen die Zukunft für meinen Kanal zu ebnen. Ich hatte so viele Ideen und brauchte Karten für meine neuen Videos. Also brauchte ich einen Supporter bzw. Sponsor. Bochum war für mich ein voller Erfolg. Nicht nur, dass ich Jens traf, der mich gerne unterstützen wollte, sondern ich lernte auch einen guten Freund kennen, nämlich Matze. Außerdem erhielten Matze und ich eine Einladung zur Jewel 2, die bereits in der Planung war. Ab da probierte ich mich immer mehr aus. Meine nächsten Videos machte ich, weil ich Lust drauf hatte. Man merkte zwar noch meine Unsicherheit, aber sie wurde immer kleiner und das Feuer in mir brannte. Ich wollte weitermachen. Dank Jens konnte ich wieder ein Warum-Video drehen und es kam wieder super an. Dann im Januar ging ich zum Silver Cards Event. Das erste Event, auf das ich ging, wo ich als YouTuber wahrgenommen wurde. Cardjournalist war auch da und es war einfach komisch. Es gab wirklich Leute, die ein Foto mit einem haben wollten oder gar eine Unterschrift. Es war merkwürdig. Aber schön Anerkennung für das zu bekommen, was man machte. Februar 2017. Linkbeschwörung wird angekündigt. Doch nicht nur das passierte. Ich traf Matze das erste Mal privat und wir waren im Ideenrausch. Wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge und haben uns super verstanden. Doch in dem Monat passierte noch mehr. Ich wechselte den Sponsor. So wurde Goodyear 2010 mein Sponsor. Ich wechselte den Sponsor, da er einfach besser passte als Jens. Ich wollte weitere Projekte umsetzen und brauchte dafür weitere Ressourcen. Ich machte mein erstes Opening auf meinen Kanal. Damals zählte es noch als eigenes Video. Und nicht nur das fand zum ersten Mal statt. Im März machte ich meinen ersten Stream. Dank Kartjournalists Hilfe lief auch alles problemlos. Ich merkte, dass mir Streamen sehr viel Spaß machte und wollte es unbedingt wieder tun.
Dann begann die Jewel. Ich sträubte mich einfach, um Replays hochzuladen. Zum einen, weil ich daran keinen Mehrwert sehe und zum anderen es zu simpel fand. Also erfand ich die Idee, eine Story draus zu machen. Ich wusste zwar, ich könnte es niemals so umsetzen, wie es in meinem Kopf hatte, aber ich hatte Lust dazu und wollte es probieren. Die erste Folge kam super an und das motivierte mich. Es wurde sehr angenommen, mit der Ausnahme von Cringe-Kommentaren, was ich auch verstand, denn ich bin ja kein Schauspieler. Die Jewel lief super, sowohl spielerisch als auch videotechnisch. Doch nicht nur das, ich lernte alle YouTuber kennen und das Tolle war, ich konnte sogar mit ihnen zusammenarbeiten. Mitten während der Jewel bekam ich im Mai zwei neue Sponsoren, Lioncast und Ultimate Guard. Dank Lioncast konnten die Livestreams endlich wieder starten. Ab jetzt versuchte ich jede Woche zu streamen. Im Juni erweiterte ich meinen Sponsor dann um einen weiteren, und zwar Kartenmarket. Brauchte sie für weitere Projekte, um die Möglichkeiten zu vergrößern. Trotz der erfreulichen Nachrichten gab es auch eine Schattenseite. Der Druck, jede Woche ein gutes Video zu schaffen und zum anderen meinen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde immer schwerer. Und dies lag vor allem an einem Faktor: Zeit. Natürlich lag es auch daran, dass ich zum Beispiel Folge 5 unbedingt auf ein Turnier drehen wollte, wodurch ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag keine Stunde Schlaf bekommen hatte und ohne Farina hätte ich es niemals geschafft, das Video fertig zu kriegen. Allgemein war sie bis dahin eine große Hilfe und half mir immer in der Bearbeitung. Doch das änderte sich auch und gegen Mitte der Jewel machte ich alles selber. Doch die Zeit wurde immer knapper. Es entstand immer mehr Stress. Privatleben, YouTube und Uni. Etwas musste leihen. Und so war es mein Privatleben und die Uni und ich konzentrierte mich auf die Videos. Die Folgen waren klar. Dauerstress und steigende Unzufriedenheit. Ich wusste, es muss sich was ändern. Ich zog einen Schlussstrich nach der Jewel. Jede Woche ein Video ist einfach nicht möglich. Die Videos leiden und vor allem mein Privatleben. Also änderte ich mein Konzept von jede Woche auf alle zwei Wochen. Und wenn es möglich ist, jede Woche einmal streamen. Jedoch nahm ich mir damals, wie auch heute, es nicht als Pflicht, sondern als Richtwert. Und wenn mal drei Wochen kein Video kommt, dann kommt halt nichts. Es ist eben so, es ist nur ein Hobby. Der Schlussstrich war gut und die Uni und auch mein Privatleben fingen sich wieder. Auch der Kanal lief super und ich erreichte die 5000 Abonnenten. Obwohl es mir nie um Zahlen ging, sondern um coole Projekte, war es schön gewesen, diese Zahl zu erreichen. Hierbei nochmal ein Riesendank, und zwar an euch. Ich suchte mir einen letzten Sponsor, Custom Play, mit. Nun hatte ich für alle Dinge einen Sponsor und genug Ressourcen, um die meisten Projekte umzusetzen. Wie zum Beispiel das 5000 Abonnenten Special. Am 30.09. kam der 24 Stunden Livestream. Leider hat sowohl OBS als auch YouTube keine Aufzeichnung, doch es war einfach unglaublich toll. Ein Riesendank nochmal an Matze hierbei, ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Seitdem läuft alles super und ich bin motiviert, weiter meine Ideen umzusetzen, was man auch vielleicht an den Videos wie So bastelt man oder Wir sind die Community sieht. Zum einen weiß ich jetzt, was ich will und inzwischen bin ich auch sicher in dem, was ich tue. Ich weiß, ich habe noch viel zu lernen, man lernt eh nie aus. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was wird 2018 passieren? Doch leider muss ich euch da enttäuschen. Ich kündige nie etwas an, um mich nicht unter Druck zu setzen und um keine Erwartung zu wecken. Die Sachen werden kommen, wenn sie kommen. Ich kann nur so viel sagen. Ich will weiter Videos machen, die mir Spaß machen und will herumexperimentieren. Ich freue mich schon auf das Jahr, denn es wird sehr viel passieren. So viel ist sicher. Denn ich weiß, das war bisher erst der Anfang und noch lange nicht das Ende.